herzlich willkommen bei einem anderen neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich heute darüber sprechen, was es heißt, ich bin. Ich bin die Quelle. Ich bin die Ursache. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende. Ich bin alles, was da ist. Und ich bin der oder die, wo entscheidet, wie ich mich sehe und erkenne. Und wenn du in den Spiegel schaust und überlegst, was du siehst, dann weißt du, dass du hier noch nicht ganz sicher bist in dem, wer du bist und was du bist. Wenn du Zweifel hast, ob du überhaupt das über dich denken darfst, was du denken möchtest. Wenn du Zweifel hast, ob du gut genug bist. Wenn du Zweifel hast, ob irgendein äußerer Umstand, ob irgendeine Situation sich nicht vielleicht doch negativ auf dich auswirken kann, dann wirst du genau das manifestieren, woran du zweifelst. Diese Zweifel, die kommen uns oft gar nicht in Sinn. Wenn ich dich frage, woran zweifelst du? Hast du da eine Antwort? Oder müsst du drüber nachdenken? Und meistens kommt nichts. Aber wenn du tiefer gehst und schaust, woran zweifle ich denn in Wirklichkeit? Dann zweifelst du daran, dass äußere Umstände keinen Einfluss haben. Du zweifelst, dass du in Ordnung bist. Du zweifelst daran, dass du neu anfangen kannst, jeden Moment. Dass du anfangen kannst, neue Sichtweisen, neue Perspektiven, eine neue Definition, eine neue Identität für dich zu beanspruchen. Du zweifelst daran, dass du das darfst. Du zweifelst daran, dass diese Arbeit an dir ihren Nutzen hat. Du zweifelst einfach komplett an allem. Das ist unser Ego-Design. Unser limitiertes Denken zweifelt immer, weil es Limite und Grenzen sucht. Es ist darauf programmiert. Dieses Denken ist süchtig, fanatisch danach, Zweifel anerkannt, also Recht zu haben, genau, dass die Zweifel Recht haben. Wir suchen fanatisch danach, dass wir eine Bestätigung haben, dass wir Recht hatten, daran zu zweifeln. Wie verrückt ist das? Wir wissen doch, alle unsere Gedanken generieren und doch hegen wir Tag ein, Tag aus Zweifel. Kann das klappen? Wie soll das klappen? Wenn es nicht klappt, was mache ich, wenn ich es nicht klappt? Was mache ich, wenn ich es nicht manifestieren kann? Alles Zweifel. Alles Zweifel. Alles Einschränkungen. Alles Limitierungen. Und der einzige Ausweg ist, diese in die Tonne zu schmeißen. Diesen keine Kraft, keine Bedeutung mehr zu geben, weil ich weiß, ich muss es nicht tun. Ich muss keine Zweifel haben. Ich muss keine Zweifel glauben. Ich muss nicht zweifeln. Ich muss nicht die Quelle von Zweifeln und Einschränkungen und Limitierungen sein. Und wenn ich das verstanden habe, brauche ich mein neues Denken. Und in meinen Coachings mache ich eine Übung. Ich sage, suche dir 5 Gedanken, die du denken darfst.
fünf Gedanken, die du denken darfst und du denkst keinen anderen Gedanken. Was wären solche fünf Gedanken? Alles ist für mich. Alles, was ich möchte, ist schon da. Meine Wünsche sind ein Befehl für die Erfüllung. Meine Liebe ist niemals in Gefahr. Nichts und niemand kann mich verletzen. Da hast du schon mal fünf. Such dir welche aus, mach dir selber welche in deiner eigenen Sprache, in deinen eigenen Worten. Schreibe sie dir auf und wähle fünf Gedanken auf, die für dich zur Verfügung stehen. Und jedes Mal, wenn dein Verstand, wenn dein Denken in eine andere Richtung gehen will, holst zurück. Und das ist so, so wichtig, dass du das für dich tust, dass du dir das einbläust, dass du nicht mehr in diese Welt der Zweifel, Einschränkungen und Limitierungen zurückgehst. Ich bin der Schöpfer. Ich schöpfe aus unendlichen Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit, die ich für mich akzeptiere, ist Erfüllung. Alles muss auf Erfüllung hindeuten. So kann ich mein Außen interpretieren. Alles deutet auf die Erfüllung meiner Wünsche hin. Es ist ein Gedanke, den lege ich dir ans Herz. Alles deutet auf die Erfüllung meiner Wünsche hin. Es gibt nichts, was auf die Nichterfüllung meiner Wünsche hindeutet. Ich interpretiere alles, mein ganzes Leben, meinen ganzen Seinszustand, alle Menschen aus dem Standpunkt der Erfüllung. Neville Goddard hat doch gesagt, nicht Neville Goddard, sondern Abdullah hat zu Neville Goddard doch gesagt, du bist doch in Barbados. Warum sprichst du mit mir darüber, wie du nach Barbados kommst, wenn du doch schon in Barbados bist? Und das ist so wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen und sagen, ja, wenn ich schon in Barbados bin, wenn ich schon in meinem erfüllten Wunsch bin, was sind meine Gedanken? Nimm deine finanzielle Erfüllung her. Wenn du weißt, du hast immer mehr als genug Geld, finanzielle Mittel, als du brauchst, für was auch immer, für dein Leben, für deine Wünsche, für deinen Lifestyle. Was denkst du? Du denkst niemals, wie soll ich das bezahlen? Wie soll das gehen? Sondern dein Gedanke ist, ich habe immer genug. Ich habe immer mehr als genug. Ich habe immer mehr als genug. Ein Gedanke, der in den Mangel geht, wird von dir eben nicht mehr erlaubt. Genauso wie Abdullah zu Neville Goddard gesagt hat, hallo, wieso klopfst du bei mir und fragst mich, wie ich nach Barbados komme? Wie du nach Barbados kommst? Du bist doch in Barbados! Und das müssen wir uns sowas von klar machen, zu Herzen nehmen und nicht mehr davon abweichen. Du bist in Barbados, du bist in der Erfüllung, du bist die Quelle, du bist im erfüllten Wunsch. Mache deinem Verstand klar, welche Gedanken aus diesem Zustand gedacht werden. Und zwar nur diese. Nur diese, den ganzen Tag. Vorm Einschlafen, genau das. Die Vorstellungen, die aus diesem Gedanken herauskommen. Und die wenigsten machen es diszipliniert. Und nur diese disziplinierte Umsetzung, dieses Gesetz, dieses Wissens, das trennt dich oder vereint dich mit dem Seinszustand, mit dem du sein möchtest. Disziplin
Disziplin. Für deinen Wunsch, für dich, für deinen Wunschzustand, für dein Wunschleben. Disziplin nur im Denken. Disziplin, wo du bist, wer du bist, auf was du dich fokussierst, wie du die Sachen siehst, wie du sie interpretierst. Und je kleiner du dein Denken machst, desto einfacher ist es für dich. Und deswegen komme ich zurück und hole dir 5 Denksätze, 5 Gedanken, die du dir erlaubst. Andere sind nicht erlaubt. Es ist wie bei einer Diät. Du hast 5 Sachen, die du isst, mal für eine Woche. Du kannst doch mal eine Woche lang einfach nur sagen, ich esse diese 5 Sachen. Ja? Aber es ist genau das Gleiche. Wenn du dir vornimmst, ich esse diese 5 Sachen diese Woche, kannst du das aushalten? Oder kommt wieder die Schokolade? Oder kommt wieder irgendetwas anderes, wo du denkst, diesem Bedürfnis sollte ich doch nachgehen. Das ist die Stimme des Teufels. Und diese Stimme des Teufels musst du erkennen, damit du ihr nicht Folge leistest. Gibt es auch einige Videos bei mir hier auf dem Kanal. Dieses Video ging um Disziplin, es ging um Zweifel. Nur so kannst du diese Zweifel ausräumen durch krasse, klare Disziplin. Deine Wünsche sind erfüllt, immer, jeden Moment. Nur musst du in diesem erfüllten Zustand sein. Es ist so einfach. All diese Methoden, Tipps und Tricks, die ich dir hier mitgebe, die sind nur dazu da, um dich nicht davon ablenken zu lassen, nicht wieder in den Mangel und deinen Zweifeln zu folgen. Teile meinen Kanal, like, kommentiere bitte, lass uns hier eine Community machen, wo wir wissen, wer wir wirklich sind, wo wir bereit sind, alles dafür zu tun, um ein Leben aus unserem Divine Design zu kreieren. In diesem Sinne, wir sehen uns ganz bald. Tschüss, tschüss.